Und herzlich willkommen zurück zur gepflegten Lego-Unterhaltung mit meinem Freundin Thorsten und dem Profi-Werkzeug! Und Tütel! Weiter geht's mit unserem Mammut-Projekt. Oh ne. Ist mir aufgefallen, wie enthusiastisch es ist, wenn wir die Tüten aufreißen und wie das immer mehr abnimmt. Was soll denn? So, meine Willigkeit darf anfangen. Da freue ich mich doch. Ich kann den ganzen Puzzlekram machen. Das war nicht mir. Sonst habe ich ihn nochmal nicht. Ja, ausgleichende Gerechtigkeit hier. Ausrichtende Gleichigkeit. 2, 3, 4. Ich sammle wieder meine Teilchen zusammen. Besser wäre es, wenn du die Teilchen richtig zusammensetzt. Ja, wenn wir keinen vergessen haben, kann. Bitte. Was schon? Ja, mehr. Mann, da war ich noch nicht so weit. Ich war noch gar nicht darauf vorbereitet. Achso, wollen wir erstmal reinzoomen hier, damit wir genau sehen, wer hier die Fehler macht. Ha! So. Wir beide. Wie immer. Ja, also heute tun und gestern. Gestern und überhaupt. Bei dem Projekt tun wir uns nichts. Da ist er mal doof, da bin ich mal doof. Ja. Und ich glaube, ich weiß auch, wo was fehlt. Ja, hör auf. Nee, ist auch. Hier guckt so ein Pin raus, aber hier hinten nicht. Fällt es der zu viel? Oder da hinten zu wenig? Oder da hinten zu wenig. Aber davon haben wir ja genug. Davon haben wir aber davon noch. Ja, klar. Ja, doch, da ist tatsächlich noch was. Sag ich doch. Schon. Schon. Guck mal. Ich sag doch, wir sind so beiläufig. So hier aus Botschaften. Ja, die Folge kommt fast im März raus. Hör auf. Ja, ist so. Das ist Vierteljahr schon wieder rum, ey. Wer weiß. Also wir sitzen hier kurz vor Weihnachten 2017, bis ihr die Folge seht, ist fast Ostern. Genau. Hammer. Da ist was dran. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Ja, genau. Wir kommen auf jeden Fall gut rein, wie immer. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie. Aber wir werden reinkommen. Vor allem mit besten Freundinnen und Freunden. Jo. Geht das. Wenn man uns reinschmeißt, irgendwo werden wir dann. Das ist auch so ein knalliges Wort, ne? Sehr knallig. Wir haben immer noch die Baustelle hier. Aber das bleibt nicht. Ach so. Die löst sich, also bis die Folge ausgeschaltet ist, ist sie weg. Ja, ich sag mal, ja, ja. Vielleicht sind dann die Balkone schon da. Es werden nämlich Balkone an den Häusern gebaut. Und, ja, ich sag mal, in den letzten Folgen wird die Baustelle hoffentlich nicht mehr zu hören sein. Ja, gut, wir machen hier dann, ja, doch, das wird dann nicht. Das wird nicht, nein. Die fahren gerade weg. Kann das sein, dass die Mittagspause machen? Die wäre es ein bisschen früh. Ach, bei Bauarbeitern weiß man das nie. Nee. Die machen Kaffeepause, Mittagspause, Frühstückspause, Raucherpause. Skatpause. Genau. Einfach immer Pause. Die machen immer Pause. Pause. Die Chill raus. Ja, kommst du klar? Nö. Gut. Steht schon ehrlich einfach. Ehrlichkeit lehrt am längsten. Ja, ja. Habe ich gehört. Ja. Auch ein Gericht. Ja, für euch mag das so aussehen, als wenn beim Falken überhaupt nichts passiert. Das liegt aber daran, weil wir ziemlich viel Unterkonstruktionen bauen, die man nicht sieht. Ich muss nicht bei mir, genau. Was ist denn das Teil schon wieder? Das hier. Kannst du mir da helfen? Welches Teil suchst du denn bitte? Das da. Ladialabda. Tja, so geht das. Singen und dann fällt immer was. Ja, singen und gut lauen. Ladialabda.
Ja, diesmal hast du den Pinökelkram da. Sonst habe ich ja den Pinökelkram. Jetzt hast du mal Pinökelkram. Sonst habe ich den immer. Aber diesmal hast du ihn mal. Jetzt habe ich ihn mal. Sonst habe ich ihn immer. Weil du ihn heute hast, habe ich ihn jetzt nicht. Weil ich ihn sonst immer habe. Aber heute hast du ihn. Mal gucken. Zumindest auf den paar Seiten. Ja, wir machen das ja wieder zweimal. Aber auf dem Rückweg darf ich es wieder machen. Wer weiß. Vielleicht brauchen wir es auch nur einmal. Nein, vergiss es. Siehst du anhand der Steine, siehst du schon, dass du was zweimal machen darfst? Nee, nicht unbedingt. Doch. Nein. Außerdem siehst du auf der Zeichnung. Nein, siehst du nicht. Du siehst das nicht. Kannst du nicht sehen. Mhm. Reden Sie nicht so einen Unsinn, das kann man nicht sehen. Sie klammern auch noch an den Nuss aus. Klar, du nicht? Nö. Das ist traurig. Ja. Was heißt ihr glauben? Wissen. Ich glaube an den großen Kürbis. Genau. Dieses Jahr kommt er, ich weiß das. Ganz genau. Ich setze mich ins Kürbisfeld und warte auf ihn. Das. Ich habe bloß kein Kürbisfell. Nicht? Nein. Da muss noch Kram kommen. Wir haben mal eins. Echt? Hm. Na, Kram hat aber auch alles. Was dieses Dorf. Ja, wir sind aber stolz auf unser Dorf. So, jetzt bist du dran. Ja, da sage ich nichts mehr zu. Gut, dass ich meine Arbeitsräume nach hinten hin habe. Dann habe ich den Krach nicht. So, jetzt darf ich Pinökelkram machen. Genau. Und ich kann die andere Seite schon mal machen. Das freut mich ungemein. Mich auch. Ich verstehe das halt nicht, dass das in die Jahreszeit gemacht wird, aber naja. Die Konzert. Ja, und die Baugenossenschaft wird irgendwie zeitliche Pläne haben, ne? Und das war halt dann günstiger. Ja, das ist echt eine Möglichkeit. Der Wintersparpreis. Vor allem werden die Mieten dadurch um 70 Euro angehoben. Ja, voll dreist. Ja, was heißt dreist? Angeblich sind die Balkone ja gewünscht worden. Also meiner Mama macht es nicht aus, aber der ist eine Alleinerziehende mit Tochter. Da machen sie 70 Euro schnell bemerkbar. Richtig. Mal eben 70. Man muss denen zugutehalten, dass die aufgrund der frühen Benachrichtigung den Leuten die Chance geben, einfach zu sagen, wenn du es nicht willst, dann musst du halt ausziehen. Ja, find mal was. Ja, sie ist ja auf der Suche, ne? Weil sie ein Zimmer mehr braucht, weil das Kind wird auch irgendwann größer. Ja, klar. Das Kind braucht schon sein eigenes Zimmer. Yes, genau. Ist schon wichtig. Ich weiß es aus eigenem Leib. Als ich mit meinem Bruder ein Zimmer teilen musste, das war so schrecklich. Das geht komischerweise nie gut. Das geht auch nicht gut. Weil irgendwann hat jeder seine Interessen und wenn die nicht kompatibel sind, und selbst wenn, will man einfach mal seine Ruhe haben. Richtig. Also tut das euren Kindern nicht an. Ja, wenn es möglich ist. Wenn es möglich ist, genau. Wenn es möglich ist, kauft euch ein 200 Quadratmeter Haus. Das fand ich ja sowieso heiß vom Fernsehen. Aber also Dokumentation gucke ich schon mal. Ja, da ging es dann um Leute, die betteln müssen um eine neue Wohnung und so. Also da ging es um eine Familie, eine junge Familie, der Mann ist berufstätig, selbstständig sogar. Hm. Und die müssen ausziehen, weil das Haus wegen einer Baustelle, also wegen einer Umleitung von der Autobahn oder was, abgerissen werden soll. Ja. Mit anderen Worten, es gibt eine Deadline. Ja, logisch. Die hat sich im Jahr irgendwie 40, 50 Wohnungen angeguckt. Und sie hat gesagt, das Problem ist, dass ihr Mann selbstständig ist.
Mit anderen Worten, keine gesicherten Einkünfte, wo ich mir denke, Selbstständigkeit ist doch eigentlich cool. Ja, aber das sind viele Vermieter zu unsicher. Ja, die hat Auskünfte, es gibt wohl Selbstauskünfte in solchen Fällen. Hat sie alles vorgelegt und gemacht und getan. Und die müssen eben auch aufs Geld gucken. Die haben schon gesagt, ja, wir haben es schon angehoben. Und so weiter und so fort. Ne? Die haben schon wünschemäßig alles zurückgefahren bald. Und dann hatte sie einen Wohnungstermin und dann standen auch wieder 40 Mann vor der Tür. Und ja, letztendlich hat sie die Wohnung auch nicht gekriegt. So, und dann kam die andere Seite. Ja, ich suche hier für meine Enkelin eine Wohnung. Was darf sie denn kosten? Ja, so 2,5 Millionen ist schon in der Weise. Dann komplett die andere Seite mal zeigen. Das fand ich den Leuten gegenüber richtig fies eigentlich. Erst zeigen sie die junge Familie, die keine Kohle hat, und dann hauen sie solche Sachen raus, wo ich mir denke, wie kann man denn sowas? Das ist unsensibel eigentlich, ne? Ist es auch. Also da denke ich mir dann, ey, haben die endlich einen Knall? Und dann baust du das hier schon? Ich bin dabei. Okay. Da denke ich, wie kann das Fernsehen so unsensibel sein? Ja gut, andererseits zeigen schön und gut, aber... Ja, halt nicht so hintereinander. Nicht so krass, ja. Du kannst ja auch nicht sagen, ja, ich lebe von Hartz IV und dann, ja, ich weiß nicht, wohin mit den Millionen. Also das macht man einfach nicht. Nee, das ist nicht. Das ist irgendwie nicht in Ordnung. Überhaupt nicht. Es ist schon schlimm genug, dass es Leute gibt, die in der Existenz nagen müssen. Ja, Altersarmut zum Beispiel. Ja, schön. Das wird uns treffen, uns beiden. Ja, wird's auch. Wissen wir. Das wird uns treffen. Ja, also ich komme rentenmäßig auf 300-400 Euro, wenn es so weitergeht. Jo. Das ist gar nichts. Ist halt so. Aber wir sollen ja vorsorgen von was auch immer. Ja, genau. Vorsorgen. Hab das ja mal durchrechnen lassen. Also nicht mal ich selber. Ich müsste jetzt jeden Monat 400 Euro ansparen, wenn ich ins Rentenalter 400 Euro mehr haben möchte. Das Problem ist nur, weiß ich denn, was 400 Euro in 30 Jahren noch wert sind? Nein, weißt du nicht. So. Also wäre ich ganz schön blöd, wenn ich auf so einen Scheißvertrag eingehe. Da haben sich die Nahles auch was ausgedacht. Die würde ich gerne mal einsetzen. Ist das so richtig? Dass das drüber guckt? Nee, ne? Nein, das muss nicht drüber gucken. Das ist bündig hier unten. Hat selber noch nie gearbeitet, findet aber ihre Ideen ganz toll. Genau, richtig. Also das ist unverständlich. Da kann ich verstehen, dass Leute gibt, die auf die SPD sauer sind. Kann ich auch gut verstehen. Das brauchst du jetzt. Ich wollte gerade sagen, ist das was Neues? Den Rest kannst du dir denken dann runter. Ja, also die Politiker müssen mal mit den Menschen unten sprechen. Nein, nicht sprechen. Im Gegenteil, die Frau Merkel sollte selber mal einen Hartz-IV-Antrag ausfüllen. Oder das. Oder mal einen Monat von Hartz-IV leben. Ja, oder mal Leiharbeit machen für ein halbes Jahr. Genau, richtig. Solche Geschichten, damit die mal sehen, wie es läuft. So ist es. Und nicht einfach nur, Deutschland geht es gut. Genau. Ja, mag ja sein, dass es dir gut geht. Solche Geschichten, aber nein. Du kannst dich schon wieder dran setzen, du. Wie? Das kommt da dran. Aber ich brauch das, weil da kommt. Du brauchst es. Ja, ich brauch es. Aus jeden Tag. Warum passt das nicht? Oder muss das doch, da bleibt eine Lücke. Okay. Panik. Ja, die Politiker müssten halt selber mal unter den Umständen leben, die sie uns vorsetzen. Genau. So ein halbes Jahr. Und ich sollte nach 4 Jahren nach mir die Sinnflut. Das ist doch so. Für das deutsche Volk und nicht gegen das deutsche Volk. Ja, fürs deutsche Volk. Ach so, für mich? Ja, gut. Ja, aber es geht den Leuten noch nicht schlecht genug. Das ist das Problem. Ach du? Ja, sonst wäre schon längst was passiert. Spanien, Frankreich, Italien, Griechenland gehen sie alle auf der Straße, nur hier nicht. Deswegen sage ich ja, denen geht es doch nicht schlecht. Oder wir sind einfach ohnmächtig. Tja, kann man jetzt drüber reden. Kann man lange drüber reden. Wir sind einfach erschlagen. Ja, das meine ich ja, ne? Letztendlich denkt man sich, es ändert sich ja doch nichts. Ja, aber das ist genau das Falsche. Also man muss schon für seine Sachen einstehen. Ja. Tue ich auch nicht wirklich. Doch. Wenn ich das tue, dann verliere ich meinen Job. Ja, da geht's nämlich los. Du wirst erpressbar. Ja, ja.
Und das ist einfach nicht in Ordnung. Wenn drei Leute auf der Firma und alle drei werden anders behandelt, das ist einfach nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung, nein. Bei dem einen hätte ich ja schon beinahe gesagt, ist nicht so schlimm, aber bei dem anderen würde ich sagen, der macht dasselbe wie ich, kriegt aber mehr Kohle und hat mehr Urlaub. Why? Na, ist irgendwie der Wurm. Und dem ist falsch, ja. Da kommt noch was drauf. Sehe ich jetzt von hier aus. Ja, ja, alles gut. Ja, gib mir das doch her. So, so rum. Ich wollte es ja nur richtig rum. Ich werde mich darum kümmern. Ja, werde ich mich drum kümmern. Und? Dauert ewig. Ja, ich finde den Stein nicht. Dann hätte ich ihn schon längst draufgesetzt. Ich brauche nur einen Stein und ich finde ihn nicht. Der sieht doch komisch aus. Oh, den hatten wir schon. Echt? Ja, ja, nicht in der Tüte. Oh, ja. Ja, der ist das, glaube ich. Oder? Ja. Naja, eine falsche Farbe irgendwie, ne? Ja, aber anderen haben wir nicht. Ich nehme den erstmal, vielleicht kommt er nochmal besser. Vielleicht kommt er nochmal besser. Und prüfe, was sich ewig bindet. Ob sie nicht was Besseres finden. So, mal gucken. So, das ist die erste Seite. Wo bist du gerade? Bist schon da drüben, ne? Ich bin schon da drüben. Perfekt. Läuft. Beeil dich, dann schaffen wir es noch. Ich baue ja schon. Akkord hier. Akkord bauen. Mach nur Spaß, mach Spaß. Hau rein! Gib Gas! Gummi, Gummi, Gummi! Stehst daneben? Hau rein! Ja, wenn wir jetzt noch trommeln, dann habe ich einen Takt. Mit jedem Schlag ein Stein. Genau. Wehe, wenn nicht, dann gibt es einen Peitschenhieb. Dann gibt es einen Millennium-Hieb. Ja, ist ja genug der Fäser. Ja, jetzt schon. Deswegen war auch der Karton so schwer. Ah, gut, wie gesagt, ich habe den Karton aus der Foto geschickt, dachte mir, ja gut, ein bisschen Umverpackung, aber dass der 1:1 da drin sitzt. 1:1 da drin, hätte ich auch nicht gerechnet. Nee. Echt nicht, ohne Luft, ohne Polster, einfach. So drin. Also drin. Ich meine, ist ja nichts kaputt gegangen, ne? Nicht so wie bei Amazon, da geht schon mal was kaputt. Ja, von wegen. Wir behandeln unsere Ware ordentlich. Nur die Post macht die immer kaputt. So. Da gibt es immer ganz viele Rezensionen. Warum ist hier die Packung eingerissen? Warum ist das eingedetscht? Ja, ja. Was, wenn ich woran es liegt? Das ist halt passiert. Post. Dann kriegt man Ware, die man nicht bestellt hat. Es ist bisher nur einmal vorgekommen, dass ich, was ich bestellt habe, nicht gekommen. Aber das haben sie dann nochmal geschickt. Aus Kulanz. Das war sogar um Weihnachten rum. Auch schon 5, 6 Jahre her. Thorsten. Ich habe das richtig gemacht. Aber warum hast du bei dir keinen. Kein was. Achso, da fehlt der eine. Ja gut, da fehlt der Flügel, mein Gott. Richtig mal nicht so auf. Der eine Stein ist so fertig immer. Außerdem war der Flügel vorher schon dran zu machen, mein Freund. Ja, hier nämlich. Das war dein Job. Guckst du? Das war dein Job. Ich weiß. Deswegen habe ich den nicht dran gemacht. Hättest du auch sehen können. Du kannst mich auch mal sehen, wie ich gleich weglaufe. Ja, ist jetzt drauf. Nee, noch nicht. Noch nicht. Einmal umdrehen und dann kommt noch was drauf. Noch mehr Kleinkraft. Noch mehr. Ja, du kannst schon weh. Beschwert sich schon, warum geht's nicht weiter? Das wird kalt. Ja, kannst du definieren, was das für ein Teil ist hier? Sind das die? Müssten, ne? Ich guck mal kurz, Sekunde. Ja, ich glaube schon. Da haben wir ja noch mehr.
So, dann noch ein flacher und. Ist ich ihn noch Deko? Ist schon wichtig, dass die Deko auch stimmt, ja? Du musst das sogar alle 2 Jahre abbauen, um es abzustauen. Ich weiß. Habe ich bis heute nie gemacht. Hier fehlt ein Pinöppel drauf, aber den muss ich auch noch machen. So, ne, so einer hier, ne? Ja, unten. Oder war das da nicht? Zwei graue, zwei. Was sind die? Ich weiß nicht, was du suchst. Zweier, graue. Flache? Ja, du hast die anderen mit Haken. Ja, das ist kein Vierer? Ah ne, das sind die, die mit Schienen. Entschuldige. Na. Ja, Hauptsache es passt. Ein Tag ohne Tageslicht. So, jetzt fehlt nur noch halt das hier. So, jetzt drauf damit. Ne, drunter. Ne, drauf. Das kommt jetzt drauf. Und zwar genau hier. Sicher? Ja. Nee, das ist nein, das steht doch so wie auf dem Bild. Die Schnauze ist da, das ist hier die Schnauze. Also ist das. Beziehungsweise das ist ja die Rückseite. Vorne ist ja das hier, oder? Ich weiß nicht mal, wo hier vorne hinten ist. Das ist vorne. Da musst du wieder reinsetzen. Oh, da sehe ich schon wieder was im Weg sein könnte. Nee, warte mal. Kannst du das hochheben ein bisschen? Nee. Und hier ist nämlich hier ist so ein Ding im Weg. Das ist, glaube ich, nicht so cool. Siehst du das? Der hier? Das ist im Grunde der hier. Aber der muss dahin. Muss der andersrum? Nee, andersrum. Warte mal, Tobias, lass mal kurz sein. Nimm mal bitte ab. Der ist verkehrt rum drauf. Nimm mal ab. Nimm mal ganz ab. Der ist bestimmt auf der anderen Seite auch falsch rum. Ja, die müssen nach innen gucken. So, jetzt passt das wahrscheinlich auch drauf. Wenn so ein halber Zentimeter, wäre das Kriegsentscheiden, weißt du? Na, sitzt ja so passt. Spricht zum Reiß das Dach ab. Da kann man umklappen. Was kann man umklappen? Ja, sie hier. Okay. Und die andere Seite, bitte. It's your turn. Ich habe jetzt eine halbe Stunde Pause. Kaffeepause. Halbe Stunde. Ja, gut, 20 Minuten. Ich lasse ja mit mir reden. Viel Kleinkram, das kann dauern. Genau, so lang wie der andere auch. In etwa. Das haust zeitlich aber gut hin. Sag das so. Jawohl, sei so. Ist also. Ja. Auf Arbeit haben wir auch wieder so eine Lotterie halt. Weihnachtslotterie. Ach ja. Das ist auch so ein Spaß. Aber leider noch nichts gewonnen. Ihr seid ja auch genug Mitarbeiter am Standort. Ja, 1500, um genau zu sein. Also für mich ist das. Also damals war das alles, nur weil ich war ja durch Tempen dort. Und so nach dem Motto, wir müssen die Mitarbeiter bei Laune halten. Ganz ehrlich. Nee, hallo? Gar für mich nicht. Kam das so rüber. Ist aber nicht so.
Na doch, irgendwie schon. Nein. Die werden sich aus lauter Lust oder Freude machen. Doch, machen sie. Ja, genau. So, jetzt sag ich Frienuckeln. Oh mein Gott. Okay, so. Dann schauen wir mal. Vergesst bitte nicht den einen Teil. Boah. Nicht wieder ein Teil. Das klingt so, als hätte ich den ganzen Tag schon nur Mist. Ja. Kaum aufgestanden, schon ein falsches Teilchen. Genau. So ist es. So ist es. Sehr stabil hier wieder. Ja, das sitzt ja auch alles Stein auf Stein. Der ist falsch, siehst du? Siehst du? Ich hab dich noch vorgewarnt. Nein, du hast gesagt, ich soll keinen Teil vergessen. Du hast nicht gesagt, dass ich nicht den falschen nehmen darf. Das ist etwas anderes. Da bin ich sehr genau. Hier ist übrigens der, den wir hätten nehmen sollen. Ja. Kommst du da noch dran? Das sollte auf dem Dach sein irgendwo, ne? Ja, an der Seite. Ja, ich sehe ihn auch. Gut. Da. Nicht, dass ich ihn bräuchte, es ist nur aufgefallen. Nee, ist aber richtig. Sonst suchen wir ihn gleich und sagen, wo ist er? Dann gibst du mir wieder die Schuld. Genau. Wie immer. Einer muss der Schuldige sein. Ja, einer ist immer der Loser. Ah, da gibt's immer Verlieren. So, dann kommen da ein paar Bänke hin. Ich finde das immer interessant, wenn du so Filme guckst, wo irgendwie berühmte Raumschiffe spielen und die sind in der Werkstatt und so halb offen oder so. Das sieht mal ganz cool aus. Ob das bei Star Wars passiert, weiß ich. Ich kann ja jetzt so von Star Trek sprechen. Da siehst du so eine Enterprise ja mal komplett auseinandergenommen. Ja, da siehst du halt nur, wie Han Solo mal den Kompensator repariert und ein bisschen rumbastelt. Also ein bisschen sieht man schon. Ja, das kann mal interessant sein. Ja, Chewbacca. Der bastelt da auch mal rum. Muss ich warten. Ja. Das ist ein bisschen Aufmerksamkeit vorne und her. Immer nur ein bisschen. Genau, das bleibt offen. Ist das ein Teil? Das ist ein Teil. Das hier ist es. Ja, genau das. Das kann man auch erstmal wissen. Die kommen nämlich dann. Und so jetzt geht das wieder los, weißt du? Lass mich doch erstmal meins fertig machen. Ja, wieso? Das ist doch deins. Nee, du kommst schon wieder mit Teilen, wo ich kopfmäßig noch gar nicht bei bin. Doch, bitte bist du auch dran. Ja, ja, ich hab meine Teile aber schon, nur den nicht. Dann nehme ich den. So. Das macht er nämlich total wohl. Hier, nimm das, mach Bauch rein, sitz! Bist du komplett kirre bei. Nicht, dass ich nie auch gern fertig werden würde, so ist es ja nicht. Den da wollte ich gerade auch reinsetzen. Mhm, hast aber nicht. Den hatte ich gerade in der Hand. Ja, klar. Ein Dreier, ne? Aber den hast du schon, ne? Jo, tatsächlich, hab ihn in der Hand. Clever. Ach, da habe ich einen vergessen, so gar nicht.
Und da nochmal ein Treppchen hin. Oder kein Treppchen hin? Nee, du warst ein Treppchen. Mhm. Was sind Treppchen drin? Hier, ach nee, das sind nur flache Zweier. Das sah so aus, als wenn da nochmal so Treppchen. Ja, so Bänke halt. Nee. So. Jetzt fummel mir doch nicht wieder dazwischen, sonst denke ich gleich wieder, ich habe was vergessen. Du bist ja slim. Heute bist du slim. Wie rum werden die denn da? Einfach so da reingesteckt, oder? Oh gut, so gesehen. Das ist wieder eine Waffe. Ja, drei Stück sogar. Auch die Hälfte, siehst du, das kommt wieder davon. So. Da sieht doch schon gleich viel besser aus. Ja, du darfst ja leicht spielen. So, jetzt beißt du mir gleich den Finger. Mach ich gar nicht. Also, muss schon mal ran. Ja, die ragten hier auch ein bisschen rüber. Das macht aber nichts, das sieht schon ganz gut aus. Uiuiuiui. Nix ausruhen! Vergiss es! Antreten, stillgestanden! Das ist. Hier liegt auch noch eins. Gut. Alles ist falsch. Gott sei Dank. Hätten wir wieder gucken müssen, wo wir was Falsches gehört haben. Ja, die haben wir bisher alle wiedergefunden. Also die jetzt, alles andere nicht. So, wenn du möchtest. Möchte ich. Dann nimm es. Nimm dir. Nimm es dir. Oh ja. Ich bin schon vorbereitet. Du bist schon vorbereitet. Du bist gleich schon wieder fertig und ich darf weitermachen. Das ist doch schön. Genau. So muss das. Fließband ist das. Ich brauche das. Ich brauche den Druck. Ich brauche das. So, das kommt. Ja, wie ran? Jetzt auch nicht. Der Vorteil, wenn man sich die Steine schon vorlegt, dann. Ja, das kann ich nun mal nicht. Das kannst du nun mal nicht. Ich kann leider nicht röntgenblickmäßig. Leg mal her, von vorne was her. Ah ja, guck, das kennen wir doch schon fast.
Das kennen wir schon. Fast blind. Das muss ich da eh nochmal bauen, ne? Duales Bauen. Machen wir es noch anders. Ja, es ist halt effektiv, wenn man nicht immer so viele Fehler machen kann. Aber auch das mit dem Vorsortieren, also jetzt nicht vorsortieren im Sinne von Vorsortieren, sondern im Sinne von die Tüten so hinlegen, wie man sie rausholt, nicht alles auf einhauen, das ist auch nicht schlecht. Macht schon etwas Sinn. Ja, nur etwas. Na, wäre es auch richtig, der nächste Flügel ist entscheidend. Nicht. Erstmal. Oh, das kann ich auch noch mal. Nein, gut, okay. Nimm mir nichts weg. Kann ich auch noch mal. Nimm mir nichts weg. Wie gesagt, ich habe ja nur schon mal die anderen vorbereitet. Ja. Tschüss, ja. Nuff, nuff. Ich komme trotzdem nie weiter. Aber ich hab die Zeit genutzt. Nicht gut. Alles gut. Alles prima. Diesmal hast du den Flügel nicht vergessen. Sehr gut. Verstehen. Da warst du nicht dran. Ja. Bist du so weit noch nicht gekommen. Genau. Ja, dann lass mich wenigstens den Rest machen. Das hast du, das hast du. Gut. Fehlt nur noch das. Ja, 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 ja. Ja, ja. so weit war ich schon. Was? Ist sogar der richtige Flügel, guck mal. Mal aber Glück gehabt, ja. Diesmal haben wir Glück. Wir können. Diesmal haben wir glücklicherweise können. Da zuckst du schon wieder. Ich zucke gar nicht. Warte still und heimlich hier. Heimlich auch noch. Ja, sicher heimlich. Das kommt so. Jetzt haben wir das Dunkle, siehst du? Yep. Warum ist das kein Vierer? Weil du kein Vierer brauchst. Da ist ein Vierer dran. Da ist ein Vierer dran. Oh. Und hier ist ein. Ist da auch ein Vierer? Ja, da. Hey! Was hat man denn da falsch gemacht? Tja, das kann es wieder überall sein. Müssen wir gleich wieder offline gucken. Das kann doch also eine Kiste geht gut und die zweite ist immer gehauen. Also Augen ist der hier falsch, das würde mich nicht wundern. Nee. Ja, das dass sehe da ich. ein Dreier dran kommt, weil auf der anderen Seite auch ein Dreier ist. Das war mein Fehler. Ui! Ui, 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 ui! Einen Kommentar bitte. Ja, jetzt passt es. Mann, muss ab und zu doch Glück haben. Offline gucken. Was für ein Weichei. Mein Blick hat er gebraucht. Und der kommt.
darauf noch. Das ist da, das ist da, das ist da. Das kommt jetzt so. Das sieht doch hübsch aus. Noch ein bisschen was über. Das ist ja normal. Ja, aber das hier zum Beispiel. Das ist auch normal. Ist so, ne? Das ist jetzt auch nicht. Da oben klemmt alles. Wo keine Klemme über. Kommt ins Schälchen. Genau. Und das kommt auf der anderen Seite natürlich. Ja, kann man ein bisschen rauszoomen, dann kann man es ein bisschen besser sehen. Ja, mit Übersicht ist nicht viel. Das ist jetzt schon mal besser. Oh nein, die zweite Seite wieder, ne? Gemeinsam sind wir stark. Sprach's und macht alles kaputt. Ich hab. Au. So. Schönes Bild gerade in der Kamera, wenn ich das mal anmerken darf. Das war Tütchen Nummer 11. 11, ja. Und das ist ziemlich zügig, finde ich. Ja, unter einer Stunde. Das ist für unsere Verhältnisse gut. Ist das zügig. In diesem Sinne, macht's gut. Bis Tütchen Nummer 12. So ist es. Ciao. Ciao.